Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass so früh am Morgen schon so viele da sind, um sich meine These und meine Frage anzuhören zum Thema künstliche Intelligenz und Geschlechterstereotype. Und meine erste These ist, dass wir ganz, ganz leicht und ganz schnell der künstlichen Intelligenz ein bestimmtes Geschlecht zuordnen. Und das kann entweder sein als Reaktion auf ihr äußeres Erscheinungsbild oder auch auf den Kontext, in dem wir sie verwenden. Und das führt zu einer Verstärkung von Geschlechterstereotypen, weil dadurch Bilder reproduziert werden. Meine zweite These ist, dass implizite Biases dabei eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich würde Jules Holroyd zustimmen, dass wir zwar nicht dafür verantwortlich sind, dass wir Biases haben, also dass wir bestimmte Verknüpfungen einfach herstellen, oft auch unbewusst, aber wir sind dafür verantwortlich, dass sie sich manifestieren und vor allem dafür, dass wir sie reproduzieren und auch weitergeben. Und die Frage damit zusammenhängt, ist in Bezug auf die künstliche Intelligenz die Frage, die auch Isaac und Hegel sich schon gestellt haben, nämlich ob wir in Bezug auf Roboter vor allem, die ja auch einen Körper haben, eher ein geschlechterstereotypes Design anwenden sollten, wofür es durchaus auch Argumente gibt, oder ein antistereotypes Design. Und die beiden haben ein Experiment gemacht und haben dabei festgestellt, dass Roboter auch Opfer von Geschlechterstereotypen werden können. Die erste Reaktion, als ich das jemandem erzählt habe, war, ja und? Das muss ja die künstliche Intelligenz nicht weiter interessieren. Ja, da kommen wir noch zu. Der Punkt ist, dass sie in einem Experiment mit einem Roboter gearbeitet haben und der war nur in einem Punkt unterschieden, nämlich einmal hatte er etwas längere Haare und einmal etwas kürzere, so wie diese beiden Playmobil-Männchen. Mit der Ausnahme, dass auch die Kleidung und die Haarfarbe und alles identisch waren, nur der eine Haarschnitt war eher so wie der blonde und der andere Haarschnitt so wie der braune hier. Und dabei haben sie festgestellt, dass die Personen im Experiment Geschlechterstereotype auf diese Roboter dann übertragen haben. Geschlechterstereotype und Biases, ganz kurz dazu. Eine typische Bias-Verknüpfung wäre diese hier, wenn es um Geschlechtlichkeit geht. Also zum einen ist das eine binäre Geschlechtlichkeit, da gibt es nur männlich-weiblich, nichts daneben. Das ist auch ein Thema für sich, was heute leider nicht mehr hier reinpasst. Und eine typische Bias-Verknüpfung wäre eben männlich, Führungspersönlichkeit, weiblich, eher Assistentin, Helferin. Eine andere ist auch, andere Verknüpfung ist auch männlich, alles was mit Technik zu tun hat, weiblich, alles was irgendwie mit sozialen Kompetenzen zu tun hat. Das sind typische Gender-Bias-Verknüpfungen, die wir unter Umständen machen, ohne es zu merken und dann auf Personen übertragen können. Und das führt dann eben zu Stereotypen, nämlich im Zusammenhang mit diesen Biases, die ich jetzt hier kurz vorgestellt habe, wäre ein stereotypes Rollenbild der Pilot. Das ist erstens der, der sich mit Technik auskennt, immerhin muss er das Riesending ja fliegen können und er weiß auch, wo es lang geht. Er muss ja wissen, wohin. Und das Gegenbild dazu ist dann die Stewardess, die hier sogar noch ein Baby im Arm hält, die also eher die sozialen Kompetenzen hat, sich um die Leute kümmert, auch wenn es Panik gibt oder so, entsprechend damit umgehen kann. Das wird übrigens auch umgekehrt dem anderen nicht zugeschrieben. Also dem Piloten wird weniger zugetraut, sich im Panikfall um die Passagiere zu kümmern, die Leute. Also das wäre ein typisches Beispiel, wie diese Biases, die uns gar nicht bewusst sein müssen, die da oben stehen, dann auf Personen übertragen werden und zu Stereotypenbildern führen. Und jetzt haben Eisen und Hegel festgestellt, dass genau das auch im Fall der Roboter passiert ist. Nämlich, der als männlich wahrgenommene Roboter, der wirklich identisch war mit dem anderen, was das Äußere angeht, bis auf den Haarschnitt, die Antworten, die Fähigkeiten, alles war identisch, dem wurden eher Fähigkeiten zugeschrieben, die typisch stereotyp männlich sind. Und dem als weiblich wahrgenommenen Roboter wurden Fähigkeiten zugeschrieben, die eher irgendwie sozial sind. Der wurde sogar als etwas wärmer beschrieben, obwohl wirklich nur der Haarschnitt minimal anders war. Und das heißt, hier haben wir ein Beispiel, wie diese stereotypen Bilder, die wir auf Menschen übertragen oder die wir auch einfach permanent sehen, denen wir sozusagen auch ständig ausgesetzt sind im Alltag, wie die dann auf die Roboter tatsächlich übertragen wurden. Und dass es sich hier um implizite Biases handelt, ist relativ eindeutig, weil es nicht darum ging, dass jetzt hier eine sexistische Haltung gegenüber diesem, in Anführungszeichen, weiblichen Roboter vorherrschte. Das waren keine Personen, die jetzt irgendwie eine explizit sexistische Haltung hätten. Und die wussten ja auch gar nicht, dass es darum geht im Experiment. Sondern hier ist implizit
unbewusst eine Verknüpfung gemacht wurde. Das Gute ist, dass wir diese impliziten Biases, auch wenn wir da scheinbar nicht so leicht rankommen wie an explizite rassistische oder sexistische Haltungen, dass wir auch die reduzieren können. Und zwar durch das Kreuzen von Kategorien, also der Kategorien, mit denen diese Biases operieren. Wenn zum Beispiel eine Person eine solche gebiaste Vorstellung hat und die Kategorie Frau immer mit Assistentin, Helferin und Ähnlichem zusammenbringt und die Kategorie Mann mit Führungspersönlichkeit, dann wäre das jetzt hier eine gebiaste Vorstellung von zwei Gruppen von Menschen, deren Diversität in sich auch nochmal dabei völlig ausgeblendet wird. Wenn jetzt diese Gruppen, die für diese Kategorien stehen, gemischt werden und die Person, die die Biases hat, auch noch Teil der Gruppe ist und es zum Beispiel im Experiment darum geht, dass diese Gruppe, diese gemischte Gruppe, eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll, dann reduzieren sich dadurch nachweislich Biases. Und das ist dann im besten Fall das Ergebnis. Die Person, die vorher noch Männer in den Topf, Frauen in den Topf gedacht hat, sieht sie jetzt als Menschen und primär auch als Menschen, mit denen diese Person dann auch arbeitet und vielleicht sogar produktiv gearbeitet hat. Also das wäre sozusagen das Ideal, was am Ende dabei rauskommt. Das heißt, wir können als Zwischenresümee festhalten, dass wir tatsächlich zum einen der künstlichen Intelligenz ganz leicht ein bestimmtes Geschlecht zuordnen, aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes und sei es nur ein minimal anderer Haarschnitt. Und dass das dann zur Verstärkung von Geschlechterstereotypen führen kann. Und dass implizite Biases hier eine große Rolle spielen. Wobei ich sagen würde, dass das auch bezüglich des Kontextes von Bedeutung ist. In besonderem Maße. Und da habe ich ein Fallbeispiel mitgebracht, nämlich Pepper. Das ist Pepper. Pepper hat jetzt kein biologisches Geschlecht, weil keine Biologie. Wir schreiben Pepper aber ganz schnell ein soziales Geschlecht zu. Und das liegt auch so ein bisschen teilweise mit an unserer Sprache. Das ist in anderen Sprachen ein bisschen anders, wobei dort Geschlecht dann auch wieder anders einfach kodiert wird. Im Deutschen ist es so, dass wenn wir über Pepper reden, wir uns entscheiden müssen. Sage ich er, sie oder es? Wer ist denn der Ansicht, so auf den ersten Blick, dass Pepper ein er ist? Also wer würde, wenn ihr jetzt über Pepper redet, wer würde sagen, er hat die und die Aufgaben? Okay. Wer würde sagen sie? Wer würde es sagen? Niemand. Okay. Eine leichte Tendenz zu er. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu erklären, wie er kommt. Wenn wir auf die Webseite gucken, Pepper stammt aus Japan, da haben wir hier die englische Übersetzung der japanischen Website, dann sehen wir, dass hier auch tatsächlich he gesagt wird, also er. Und auch im Französischen, denn Pepper wird auch von einer französischen Firma innerhalb des Europas vertrieben, ist auch das männliche Adjektiv oder das männliche Pronomen wird hier verwendet. Im Deutschen ist das sogar noch ein bisschen einleuchtender, weil wir ja der Roboter sagen. Also da haben wir das grammatische Geschlecht männlich in Bezug auf das Substantiv Roboter. Im Englischen eigentlich nicht. Da haben wir it. Also eigentlich wäre es ein Gegenstand, könnte man auch it sagen, aber trotzdem ist es hier ein he. Finde ich auch sehr interessant. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu überlegen, warum haben die jetzt sich für he entschieden, zumal es im Japanischen überhaupt keine Pronomen gibt. Ich habe aber interessanterweise noch eine Pepper gefunden und das ist tatsächlich eine Pepper. Die heißt Josie. Und Josie Pepper arbeitet am Münchner Flughafen. Ich habe mich sofort gefragt, warum Josie? Zumal wir ja nicht im Deutschen sagen der Roboter und sogar im Französischen und Englischen wird er gesagt. Und obendrein gibt es die beiden hier. Der eine arbeitet an einer Universität und der andere, Pepper, arbeitet dieser hier in einem Supermarkt, in einem deutschen. Und die werden beide im Internet und auch vom Personal dort als er bezeichnet. Also im Sinne von der Roboter, was wie gesagt ganz einleuchtend. Also habe ich mich gefragt, warum ist denn die Pepper am Münchner Flughafen eine Josie? Ja, zumal der Roboter ja eher unserem Sprachgefühl entsprechen würde, aufgrund des grammatischen Geschlechts, das das Substantiv einfach hat. Dann habe ich mir die Webseite angeguckt und im Englischen steht dann da, also im Deutschen steht tatsächlich auch Roboter-Dame, im Englischen steht Lady-Robot. Und dieser Lady Robot wurde Josie genannt, inspiriert durch den Namen des Flughafens, nämlich Franz Josef Strauß.
Aber erstens, warum Lady Robot und zweitens, warum nicht Joe? Das wäre doch eigentlich viel eher im Sinne von Franz Josef, denke ich. Also, warum nicht Joe Pepper, sondern warum Josie? Die Frage wird bestehen. Oder noch prägnanter, warum ist das hier an der Universität ein der Pepper und das hier ist eine die? Warum wird diese Josie Pepper als Roboterdame wahrgenommen vom Personal, das ihr dann den Namen gegeben hat? Und es kommt sogar noch schärfer. Denn wenn mein Mann zum Beispiel zu dieser Josie geht und einfach nur Hallo sagt, dann sagt sie, Hallo Hübscher. Tatsächlich legt sie ein Stereotyp weibliches Verhalten an den Tag, sie flirtet. Der Pepper an der Universität flirtet nicht, da bin ich relativ sicher. Es gibt auch schon eine Untersuchung von der Ethikkommission zu diesem Thema, die heißt I would blush if I could. Da geht es genau um dieses Verhalten von weiblich konnotierten künstlichen Intelligenzen, die eben flirten. Ja, warum? Meine Idee war dann, dass hier implizite Biases wieder eine große Rolle spielen. Und da gibt es in Bezug auf rassistische Biases schon ganz lange die Kenntnis, dass es Verknüpfungen gibt, die in der Realität auch ganz, ganz fatale Konsequenzen haben, nämlich dass immer wieder unschuldige Menschen erschossen werden. Und diese Verknüpfung, diese rassistische Bias, bedeutet, dass bei einem bestimmten Phänotyp, in diesem Fall, es geht um die USA, ich würde sagen, in Deutschland oder Österreich wären es andere Phänotypen, aber es lässt sich übertragen. Also sozusagen nur der Phänotyp, der ausgetauscht wird. Es gibt einen bestimmten Phänotyp und wenn man den sieht oder wenn der irgendwie angesprochen wird, dann ist das ein Trigger für Gedanken an Kriminalität, Gewalt und so weiter. Also wenn in den USA jemand einen farbigen Jungen sieht, dann denkt er automatisch, implizit, unbewusst, wahrscheinlich sogar an Gewalt. Und das führt dann dazu, tragischerweise, dass immer wieder junge Schwarze erschossen werden, wenn sie eigentlich Hilfe suchen, zum Beispiel nach einem Autounfall, weil sie als Gefahr wahrgenommen werden. So, das ist schon lange bekannt. Was auch bereits schon seit 15 Jahren bekannt ist, aber leider noch nicht so verbreitet, ist das Ergebnis von Jennifer Eberhard. Die hat nämlich herausgefunden, dass das in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, sie hat in Experimenten gezeigt, dass auch, wenn wir ein Foto von oder ein Bild von einer Waffe sehen, automatisch das ein Trigger ist für Gedanken an farbige Menschen. Das heißt, diese Bias-Verknüpfung funktioniert in beide Richtungen. Und da kann man sich jetzt ausrechnen, wie fest die ist und wie schwierig man da rauskommt. Und das Schlimme ist ja, dass die Menschen, die diese Bias-Verknüpfung haben, eigentlich wir alle sind, ein Stück weit, und dass wir das gar nicht bewusst irgendwie wahrnehmen und entsprechend auch es eben schwierig ist, da ranzukommen. Meine Idee war jetzt in Bezug auf Josie Pepper, dass man das auf die sexistischen Biases hier übertragen könnte. Und ich kam auf die Idee, Eberhards und Eisel und Hegels Ergebnisse aus den Experimenten zu kombinieren. Und Eisel und Hegel haben ja festgestellt, dass auch hier ein bestimmter Phänotyp, nämlich etwas, was wir als männlich oder weiblich wahrnehmen, in diesem Fall die Frisur, automatisch ein Trigger ist für Gedanken an bestimmte Fähigkeiten oder Aufgabenbereiche. Zum Beispiel, dass eben ein Stereotyp weiblicher Phänotyp ein Trigger ist für Gedanken an eher soziale Aufgaben und Fähigkeiten. Und ich bin der Ansicht, dass sich das auch übertragen lässt, dass nämlich auch das in beide Richtungen funktioniert und dass, wenn wir an einen sozialen Beruf denken, das automatisch auch ein Trigger sein kann für Gedanken an weiblich. Das heißt, das wäre auch eine Erklärung, warum dieser Roboter, der ja völlig identisch ist mit den männlichen, in Anführungszeichen, die in anderen Aufgabengebieten arbeiten, dass dieser Roboter als weiblich wahrgenommen wurde, als Roboterdame wahrgenommen wurde, obwohl das, der Phänotyp das sozusagen überhaupt nicht hergibt und entsprechend dann auch mit einem weiblichen Vornamen versehen wurde und mit diesem Stereotyp weiblichen Verhalten. So, und was passiert, wenn das tatsächlich so ist, dass es in beide Richtungen geht und ich bin überzeugt, dass das sich auf alle Biases übertragen lässt, dann ergibt sich so eine Art Spirale. Weil wir immer wieder einen bestimmten Phänotyp, Stereotypen, Phänotyp mit Stereotyp konnotierten Fähigkeiten oder Aufgabenbereichen in Verbindung bringen und andersrum. Also dadurch ergibt sich diese Art von Spirale, aus der wir tatsächlich versuchen sollten rauszukommen, was eben nicht ganz einfach ist. Und ich habe mir dann im Gedankenexperiment die Frage gestellt, was würde denn passieren, wenn wir aus dieser Spirale nicht rauskommen?
und in Bezug auf die künstliche Intelligenz vor allem. Zum Beispiel Peppers, die am Flughafen arbeiten, als Stewardess oder auch Kaffee oder Eiscreme servieren, wenn diese Peppers alle weibliche Vornamen haben, alle flirten und so weiter. Vielleicht noch ein Schleifchen kriegen, so. Und die Peppers, die an der Universität arbeiten, alle männliche Vornamen hätten. Was würde dann passieren? Wir hätten die Reproduktion einer gender-stereotypen Welt. Und das würde sich natürlich weiter fortsetzen, weil wir dadurch auch jungen Menschen und Kindern vor allem dieses Bild vornehmen und das als die Normalität vermitteln. Da habe ich mich gefragt, gibt es eine Lösung? Das haben sich Eisner und Hegel auch gefragt. Und eine Lösung, die diskutiert wird von ihnen, ist die, dass man eben Counter-Stereotype, also Anti-Stereotype Verknüpfungen nutzt. Und zum Beispiel der Pepper dann in Pflegeberufen arbeitet und die Pepper im Technik-Support. Jetzt habe ich mich gefragt, so sehr ich Rosie the Writer auch mag, das ist auch nicht ganz ohne. Abgesehen davon, dass es hier Kriegspropaganda ist, was man nicht vergessen sollte, haben wir, wenn wir die Kategorien einfach nur umdrehen, also die Stereotype komplett umdrehen, haben wir auf das, was tatsächlich auch hier passiert ist. Denn es war ja schon oft so, dass Frauen in stereotyp männlichen Berufen plötzlich gearbeitet haben, oft aus der Not heraus, weil es einfach im Krieg keine Männer mehr gab zum Beispiel. Und was ist passiert? Die Biases haben sich nicht reduziert, die Stereotype wurden nicht sozusagen einfach vom Tisch gefegt, sondern die blieben bestehen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Berufe abgewertet wurden. Ein klassisches Beispiel ist der Sekretär, angesehener Beruf, die Sekretärin, naja, nicht ganz so. Das heißt, wenn wir das einfach nur komplett umdrehen, ist das, glaube ich, nicht die Generallösung, um diese Biases zu verhindern oder aufzulösen oder ihnen entgegenzutreten. Mein Vorschlag ist daher Diversity, Vielfalt und davon so viel wie möglich. Und es gibt tatsächlich in Bezug auf Pepper auch schon ein Beispiel dafür, nämlich an der Universität Wildau gibt es zwei Peppers, die arbeiten da in der Bibliothek und das sind Wilma und Bernd. Da habe ich mich gefragt, wenn wir jetzt am Flughafen sind und Josie Pepper mit meinem Mann flirtet und Joe Pepper mit mir flirtet, dann kann man immer noch darüber diskutieren, was das jetzt in Bezug auf dieses Berufsbild vermittelt, aber zumindest würden dadurch keine Gender-Stereotypen Vorstellungen reproduziert, weil ja beide flirten. Das heißt, mein Vorschlag ist tatsächlich, dass wir aufpassen müssen, wie wir mit Stereotypen umgehen, dass wir auch überlegen müssen, wie wir künstliche Intelligenz, auch wenn sie einen Körper hat, designen und was wir dadurch vermitteln und dass wir letztlich die künstliche Intelligenz und auch die Roboter vor allem genauso vielfältig designen sollten wie die Menschen, die sie nutzen. Und das ist dann natürlich auch nicht nur auf zwei Geschlechter begrenzt. Vielen Dank.